Um diese Frage beantworten zu können, müsste man sich zunächst mal einigen, um welche Art von Gewalt es sich handelt. Geht es um physische Gewalt, um sexualisierte Gewalt, psychische Gewalt, häusliche Gewalt? Und da gibt es noch unendlich viele mehr Formen an Gewalt, über die man da reden könnte. Als Soziologe würde ich auf zwei Dinge gucken. Erstens, was sind die sozialen Strukturen, die die Anwendung von Gewalt wahrscheinlicher machen? Und da sagt die empirische Sozialforschung, dass es zwei Hauptgründe gibt. Nämlich Ohnmachtserfahrung und Missachtungserfahrung. Also die Menschen haben einmal das Gefühl, sie können mit ihren eigenen Handlungen selbst nichts mehr ausrichten und sind auf irgendeine Art und Weise missachtet worden, beleidigt worden, selbst verletzt worden und so weiter. Das ist sozusagen die eine Richtung. Der zweite Punkt wäre, dass man schaut in der Situation, wie ist es den Menschen eigentlich gelungen, ihre natürliche Hemmung vor Gewaltanwendung zu überwinden? Also die Soziologen nennen das Konfrontationsanspannung, weil es gute Gründe dafür gibt, dass Gewalt als Handlungspotenzial zwar allen Menschen mitgegeben ist, es aber nicht einfach ist, Gewalt anzuwenden.